Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 48: Die Berliner Mauer. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer war eine 155 Kilometer lange Mauer, die West- und Ost-Berlin voneinander trennte. Sie wurde im August 1961 gebaut, um die Flucht von Ost nach Westdeutschland zu verhindern. Die Mauer war ein Symbol des Kalten Krieges und der Teilung Deutschlands. Die Mauer war ein Ort dramatischer Ereignisse, wie zum Beispiel Versuche von Ostdeutschen zu flüchten. Diese Fluchtversuche endeten oft mit tragischen Konsequenzen. Eines der bekanntesten Ereignisse war die Geschichte von einem Mann namens Peter Fechter. Er versuchte 1962 über die Mauer zu fliehen. Bei diesem Versuch wurde er von Grenzsoldaten angeschossen. Später ist er an seinen Verletzungen gestorben. An der Mauer gab es viele Proteste und Widerstand gegen das kommunistische Regime in Ostdeutschland. Viele Menschen haben versucht, über die Mauer zu klettern, um ihre Freiheit und die ihrer Familie zu erlangen. Im November 1989, nach 28 Jahren, fiel die Berliner Mauer. Der Fall der Mauer war ein historischer Moment, der die Wiedervereinigung Deutschlands und das Ende des Kalten Krieges einleitete. Heute gibt es in Berlin viele Orte, die an die Berliner Mauer erinnern. Zum Beispiel das Mauermuseum oder das Brandenburger Tor. Außerdem gibt es viele Gedenkstätten in Berlin, die an die Opfer der Mauer erinnern. Noch heute existieren alte Stücke der Berliner Mauer. Warst du schon mal in Berlin und hast diese Stücke gesehen? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln: Die Teilung, Division. Versuche, Attempts. Fliehen, to escape. Grenzsoldaten, border guards. Der Widerstand, resistance. Freiheit erlangen, gaining freedom. Die Wiedervereinigung, reunification. Einleiten, initiate. Gedenkstätten, memorials. Opfer, Victims.
Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.